Willkommen zu einer neuen Folge von Persona 5 Strikers. Heute geht es mit der Story weiter und wir werden noch mal schauen, was in diesen Kronen drin ist. Ich bin schon mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und weiter geht's mit der Story. Ich skippe mal diesen Handlungsort. Hier sehen wir noch mal einen der etwas größeren Schnelldurchlauf gegen dieses missmutige Hausmädchen. Ja, genau. Da ich das jetzt hier nicht alles zeigen will, mache ich das mal so in einem schnelleren Modus. Da sieht man noch mal, wie schnell ich hier kämpfen kann eigentlich. Okay, cool. That was maybe a bit too tough. No problem at all. All clear. Nothing to worry about here, I think. So. Ich mach mal ein bisschen schneller hier. Und schau mal, ob es hier noch was gibt. Nee. Das können wir hier unter Wasser. zu den Wasserwegen, wollte ich sagen. Ja, hier waren wir ja schon mal. Eventually leads right under Maruku City. Tunnel? Looks more like a sewer to me. And there's no easy way to get to the other side. Well, looks like we're swimming. No. I am not swimming in that. Not happening! I would prefer not to as well. Can't we search for another way? Ein Lüftungsschacht. Check out the grate. What do you think? Could we use that to get around? Yeah, it's worth a try. Okay, ich habe mich da ein bisschen mal durchgeprügelt tatsächlich. Durch die Reihen. Die Gegner waren ganz okay. It's too cramped in here. Run into the Panther's boots. Run into anything else back there, and I'll show you how much damage these boots can really do. No, please don't. Wie gesagt, das kann man so machen. Mit dem Level. Hey, came out right where we wanted. I knew that was the right move. We should be able to traverse this using the pipes. Neat. Very beefy. We are the Phantom Thieves, you know. So. You'll get it soon enough. Zirkus? Achso, wir können traversen. Once again. Das ist praktisch, dass das hier so hin und her schaltet von der Sicht. Okay, cool. Der nächste Checkpoint. Nice, da ist so. Unterirdischer Wasserweg registriert. Ja. Wir speichern das mal. Wir spielen übrigens immer noch auf schwierig. Ich wollte eigentlich noch auf normal umstellen. Ich glaube, wenn ich das auf normal umstelle, ist es wesentlich leichter. Das heißt, ich schaue mal kurz nach, ob es dann irgendwas gibt. Und dann stelle ich es einfach auf normal um. Weil, für was mich quälen, ne? So, ich habe es getan. Ich habe jetzt mal auf normal umgestellt, weil ich sehe nicht den Sinn, es mir einfach nur schwerer zu machen. Ja, klar, Herausforderungen und sowas. Aber gerade ist mir nicht so nach Herausforderung. Ja. So, wir erschaffen eine neue Persona. Die einzige, die wir machen können. Und zwar Mokoi. Ja, ist mir egal. Machen wir. Ist mir egal vor allem. Ausfall brauchen wir nicht. Dann nehmen wir Rakunde einfach. Jo, ich bin mir sicher. Now. Let us begin. Machen wir das Ding, das kennen wir auch schon, das überspringen wir deswegen. Zack, da haben wir den lustigen Rüsselmann. Ich bin Mokoi, ich bin die Seele deines Schatten, deswegen werde ich zu deiner Maske. Keep your pants on, man. Panso Manso. So, damit haben wir jetzt unsere stärkste Persona ausgerüstet. Die kann nix, aber ist egal. Ja, ich muss wieder los. May luck be on your so, deswegen... Grinden ist so eine Sache, das macht mir persönlich natürlich, irgendwo macht es mir Spaß, aber ich habe nicht so viel Zeit dafür einfach. Deswegen machen wir das ein bisschen leichter. I'll bet that leads to the surface. Oh, zum richtigen Zeitpunkt umgestellt. Ah, busted.
fuss about us. Get rid of them quick. Wow, wie viele sind denn das? Alter, sind das viele! Showtime, Leute! Die Show ist vorbei! Das war's! Das war gerade so einfach im Vergleich! Wow! McCoy! McCoy? Ist das nicht McCoy aus Star Trek Pille? Hey, we're just on the other side of the wall. Well done, thief. Focus. I can see it. Ja, cool, wir haben es auf die andere Seite der Mauer geschafft. I can see it. This is our chance. Wanna give him a last surprise? Ich bin mal gespannt, wie leicht es tatsächlich jetzt ist. Das ging einfach. Ich frage mich, ob man aber auch weniger EP kriegt tatsächlich. Es ist schon krass, der Unterschied zwischen schwer und leicht. Also es ist schon möglich, auf schwer das natürlich auch zu spielen, aber nicht auf leicht. Auf normal ist es so viel einfacher und stressfreier. Und da es hierfür auch gar keine Trophäe gibt, habe ich mich halt dazu entschlossen, das dann einfach auf normal zu machen, weil es geht dann schneller und hier versuche ich jetzt gerade einfach nur die Gegner, die hier nach vorne herumwuseln, alle Platz zu machen, wie man hier sehen kann. Aber um nochmal kurz drauf einzugehen, es ist halt vom Style her und vom Feeling, von dem Gameplay oder vom Kampf einfach viel cooler, wenn man das selber spielt. Hier finde ich noch den Blitzdolch. Der war, glaube ich, besser als das, was ich gefunden hatte. Zumindest hatte er auf jeden Fall noch so ein Status-Zusatzding. Deswegen war das ganz cool, dass ich den habe. Und es ist jetzt, glaube ich, auch der letzte Kampf erstmal, bevor es dann mit der Story weitergeht. So genau. Aber es macht trotzdem Spaß, das natürlich zu spielen. Aber halt vielleicht zum Anschauen nicht. Deswegen dieser Cut. Sollen wir die Tore nicht öffnen hier? Nee, scheinbar nicht. Oder noch nicht. I can see it. Hier war sonst auch nichts mehr, ne? Nee. Focus. Hey, what's going on here? Are these jail cells? Look at all those prisoners. Oh. Are these the people whose desires were taken? I see some familiar faces. There's no doubt these are the same victims. So we've discovered where they're being held. We have to rescue them! No. Considering their behavior, it wouldn't help letting them out now. If they've lost their minds from having their desires stolen, we'll need them returned first. Shit! How could someone do this to people? Uh-oh. Where'd you come from? Oh, we're busted. Let's get him, Joker. Ja. Auf normal wird das auch nicht mehr so schwer sein. So krass, wie viele das hier sind auf der Karte. Hat sich gar nicht gelohnt. Ausgewichen.
Yay! Nice. Ich weiß zwar nicht wieso, aber okay. Ah, hier geht's hoch. One, two. Wir klettern hier den Turm hoch. Tja. War doch gar nicht so schwer hier ranzukommen. Oh yeah, made it! Alright. Let's check out that light. Dann nehmen wir uns das. Haro habe ich jetzt vergleichsweise echt oft mit. Popkleid? Was ist ein Popkleid? So that was the Searchlight's power source. Ein Popkleid? Is that a dress? It is rather cute. Naja. I've seen this before. It's a dress in Alice's lineup. I recognize it from a fashion magazine. Wait, that dress made the Searchlights move? Doesn't make any sense. Well, we're in the cognitive world. Maybe it holds some sort of power here? Es ist ihre eigene Energiequelle. Ist das vielleicht ihr Schatz? Kein Schimmer. Oh, I see. This could represent the power of a monarch. One could say that Alice's brand is, in essence, what allowed her to become what she is today. Proof of her dominance here. This core must be the power source for the jail's equipment. Well, now that we have it, the searchlights should be off, right? Yeah. Looks like two of them are still up and running. They've got their own cores powering them. The first one is east of here. Real world location wise, I'd say around Miyamai Park. What a pain in the ass. Well, let's get it over with. I wonder if the other cores are in jail cell covered towers like this one. Gute Frage. Some form of shorthand reference would be more convenient. How does incarceration zone sound? What? Dude, why the hell would we call it that? These places are for protecting the jail's power sources, so how about prison keeps? Als ob das jetzt wichtig wäre, wie man die Dinger nennt. Naja. Und hinab. Alice ist so eine falsche Schlange. Das ist Alice. Oh, die Tore haben sich geöffnet. Oh, seht, das Tor ist offen. Liegt das an den Kern? So oder so können wir jetzt den direkten Weg nehmen. Genau, gehen wir durch den durch und suchen wir nach dem nächsten Turm. Focus. Auf dem Weg dahin hat er einige Gegner noch platt gemacht. Okay, wir haben uns jetzt wieder durchgearbeitet. Wir gehen zurück zur Kreuzung von Shibuya. Okay, wir sind hier jetzt durch den Park durchgestoßen. Da war jetzt auch nichts Besonderes. Und auf normal ist es jetzt so ein Witz gerade, hier durchzuspielen. Hätte ich mal früher machen sollen. Ich bin auch noch gespannt, wie ich das jetzt alles zusammenschneide. Weil hier ist so viel Kampf drin. Und das werde ich nicht drin lassen. Weil, naja, es ist einfach zu viel. This is where Miyamai Park is in the real world. Mhm. Is that our current destination? Da ist noch so ein Energiequellenziel. Well, that didn't take long. Kommt das Mai noch? This one doesn't appear any easier to breach, though. Dann ist gut. Looks like we're taking the long way around. Security is gonna be tight. Let's stay sharp. Okay, let's hit him hard. Take this. Yo. What? They're panicking. All right. Aber es geht so schnell. Mal schauen. Not even worth my time. Let's move. Was sind das für Dinger? Okay, I think we're clear. Let's move it. Skateboardständer.
Can we take a look? Who's there? Warum sind hier Skateboardständer? Geht euch to the ground! Ist das irgendwie lustig? Yay! Fest im Visier. Ich glaube, die Meisterkünste kriegen wir nur durch Rumschießen frei, oder? Ich weiß es nicht. Führe einen Folgeangriff nach 4-4-Dreieck aus. Jetzt weiß ich wenigstens, womit es sich hier auf sich zu tun hat. Können wir durchskaten? Voll lustig. This gate's closed too. Maybe there's another way in somewhere over there? Ja, wir müssen halt die ganzen. I can't see an entrance. Gates Maybe öffnen. We should gain some elevation. Ja, da kann man hoch. Drüben. That spot seems rather odd. Maybe we'll find something useful there. Entschuldigung. Drittes Auge. Kann verborgene Phantom-Punkte offenbaren oder die Hinweise geben, wie du weiterkommst. Ja, okay. Oh, oh Gott, wir haben es gesehen. Es war da und dann doch nicht. Oh. Aber was ist denn hier? Schickes. But how? Ist doch zu. Oder können wir hier durchskaten? Würde mich wundern. Nee, können wir nicht. Schade, müssen wir irgendwie anders machen. So, let's go up there. Next word. Das ist auch wieder so ein Skating. Skating. Give it a 5 out of 10. Here I go. It's showtime. Go for it, Joker. Finally, let up. Finish him off. Take this. Sind sie denn da? Okay, war jetzt nicht schwer. Hysterische Backpfeife. Oh, schön. Wait, it's over? That's why. Here's hoping the next one's just as easy. Not seeing any shadows at the moment. Okay, wir können hier rüber und dann können wir dieses Ruhe öffnen. Yay, noch eine. Stimmt, wir haben ja auch Sachen. Ich weiß zwar nicht, was das genau bringt. Also. Inwiefern Futaba davon profitiert. Aber wir können sie ja auch ausrüsten. Ach, jetzt habe ich Werte gemacht. Verdammt, ausrüsten. Yo. Sie hat gar keine Nahkampfwaffe. Ein Bodysuit für Hacker, mit dem man schneller tippen kann. Aber was bringt es, Futaba auszurüsten? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ich meine, sie kann ja nicht wirklich helfen. Sie ist ja nicht wirklich mitten. Ich meine, sie kann schon wirklich gut helfen, aber sie ist ja nicht mitten in einem Kampf involviert. Das meine ich damit.
So, das haben wir gemacht. I should write something. Jetzt geht das wesentlich schneller mit leicht. Nee, nicht mit leicht, mit normal. Wie gesagt, bringt nichts, sich hier durchzuquälen. So, die bewahre ich mir erstmal, weil es sieht wie nach Kampfarena aus. I think I see something over there. Aw, another locked door? We've made it so far. Hold up. I think I might be able to hack this. For real? Ja, ja, klar, sie kann das alles. Wir müssen da nur hin. Let's check out the terminal. At the very least, I can give it a shot. Um den Alarm hier, quasi zu aktivieren. Hier ist sonst nichts, ne. Okay, Oracle. We'll leave the door to you. Time to get cracked. And... Los. Entschuldigung. Zu lange gewartet. Hacking-Kämpfe. Im Hacking-Kämpfen muss Oracle beschützen, bis sie ihre Hack beendet hat. Wenn Oracles TP auf 0 sinken, verlierst du. Behalte Oracles TP am oberen Bildschirmrand im Auge. Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, für was sie das braucht. Niemand darf sie. Ach, wir machen mal Showtime. Schuss vorbei. So. Beschützen, Oracle. Auch jetzt Schaden erleidet, kannst du sie durch Persona, Skills oder Regenerationsobjekte geheilt werden. Behalte ihre TP im Auge, damit sie nicht zu tief sinkt. Jetzt hat es geschafft, okay. Kriegen wir auch ein bisschen Punkte, das ist gar nicht mal schlecht. Sehr gut, Futaba. Really freaked me out for a bit there. Thanks for having my back. It seems any hacking attempts here are met with reinforcements. Let's make sure Oracle's as prepared as possible from here on out. Das ging ja ganz gut. Oracles Ausrüstung. Oracle kann genauso wie die anderen Fantasies Schutz einsetzen. Neben der standardmäßigen Damenausrüstung gibt es auch spezielle Ausrüstungen, die nur Oracle ausrüsten kann. Oracle sollte in jedem Hackingskampf einen Schutz tragen. Ja, ja. Nicht nur im Hackingkampf. Oh, No shadows detected here. Okay. Wait, incoming shadows. Ah, schon wieder? Oh, was ist das denn? How did you get in? Where are the guards? In Her Majesty's name, you shall go no further. Was ist das denn für einer?
Oh nein, nicht schon wieder so ein... Watch out! That one's extra tough. Holy Night. Schwach gegen Blitz und so weiter. Ja, dann machen wir das doch mal. Was? Okay, der ist stark, aber jetzt reicht's. Showtime. Show ist vorbei. Mächtiger Angriff! Oh Mann, warum sind das so viele von den Viechern hier? Alter, ah, sorry. Oh, ich habe auch schon keine mehr. Himmlischer Bestrafer. Ah. Cooler Angriff. Kopfstoß. Gemeistert, Klingentanz. Führe einen Folgegriff nach Dingens aus. Okay. Achso, die öffnen sich von alleine, wenn wir hochgeklettert sind. Alrighty denn, dann machen wir das doch mal. Befreien wir oder schnappen wir uns noch diesen Schatz. Und dann sind die Scheinwerfer deaktiviert. Und dann sind wir hier auch durch erstmal. Ich glaube, dann habe ich mehr als genug aufgenommen für vielleicht eine Folge. Ich weiß es nicht. Und Juli-Ausgabe. This core is Alice on a book? She made the cover of Un-Un? That's a really famous magazine. Jetzt muss man drüber nachdenken. Sie hat es geschafft, da drauf zu kommen, aber du hast es nicht gewusst. Also ist es wahrscheinlich doch nicht so berühmt. Widely recognized symbol of power. Mona's theory is being proven with each turn. She would have been famous, even if she hadn't started doing all this. Panther. Was denn? Then what reason did she have? Does she even have one at all? Es sei denn, sie wurde auch manipuliert, ne? Whatever the case. The next core is the last one. It's just a bit west of here, over by Bunkamachi. Bunkamachi? That's quite the cultural hotspot. Returning to Shibuya Crossing and using Central Street would probably be the quickest. Okidoki. Dann machen wir das doch genau so, beziehungsweise wir werden jetzt gleich ja, zurückgehen und aufhören mit dem ganzen Spaß, den wir hier haben. Fünf. Nothing on my radar. Looks like we're safe. Wir haben ja auch hier alles platt gemacht, ey. Appears we found something. Auf zur Shibuya-Kreuzung. Ich gehe kurz im Velvet Room, schau mal nach, ob da irgendwas noch zu machen ist. Ich glaube aber nicht. Wer mit dem. Welcome to the Velvet Room. Performing a fusion. Oh doch, es geht sogar. Silkyo und Arsene können wir machen. Silkyo und Mokai. Aber wir können nur Andras machen. Kostet das Geld? Ja, wir machen das jetzt einfach. Der hat schon was. Ich nehme mir mal den Schlafskill, den ich eh nicht benutze wahrscheinlich. Ist egal. Rein damit. Moment, was hat... Was
Material, die einen höheren Level als die momentan registrierten haben. Achso, möchtest du die Persona vor der Fusion in deinem aktuellen Zustand? Ja, bitte tu das. Is this the ja. Be born anew. So, das brauchen wir auch nicht uns anzuschauen. Kennen wir ja schon. Zack, den haben wir jetzt auch. Seltsam bist du. Gib nicht mir die Schuld, wenn du getötet wirst. Okay. Whatsoever. Noch besser. Silky Zuckerbus könnten wir noch machen, wenn wir nächstes Level haben. Okay, das war das. You wish to browse the what will you be, would you like to register all of that? Ja, ich bin mir sicher. Soll nur die Persona mit höherem Level registriert werden? Ja, nur mit höherem Level. This persona has been registered in its present condition. Okay. Ja, ich muss wieder los. May luck be on your side. Das war's. Also ich gehe jetzt nochmal raus, verkaufe nochmal die Sachen, rüste nochmal ein paar neue Sachen aus und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Ich werde jetzt die Folge hier beenden, beziehungsweise die Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze an sich sein wird. Ja, das werde ich dann sehen. Aber ich weiß jetzt, wie ich das wahrscheinlich in Zukunft mache. Ich werde die ganzen Kämpfe skippen und dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie ich das mache, mit dem Grinden. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt rausgehen. Vielleicht werde ich noch grinden tatsächlich. Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir werden das dann sehen in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, cheerio, euer Jamo sagt bye bye.